Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Und habt ihr gesehen eben? Geil, oder? Diese chinesische Aubergine. Das ist auf jeden Fall eines meiner Lieblingsgerichte. Mit Schweinehack dabei. Das wird eine geile Nummer. Ihr habt es ja gerade schon gesehen. Ich habe es noch vor mir. Ich zeige euch, was wir machen. Wir haben hier ein Auberginchen. Das Ding ist, wenn ihr diese langen, lilanen chinesischen Auberginen irgendwo kriegen könnt, nehmt ihr auf jeden Fall die. Die tut es jetzt auch mal, ja? Dann haben wir hier so ein bisschen Schweinehackfleisch, ich glaube 350 Gramm. Ja, so in etwa ist das. Dann habe ich mir hier aus dem türkischen Supermarkt so von diesen grünen Paprikas was organisiert. Die sind nicht ganz so scharf. Ihr müsst gucken, da gibt es immer so zwei Sorten. Das ist ganz cool, aber für die Schärfe kommt eine rote Peperoni mit rein. Und ansonsten haben wir Chili, Knoblauch und das ganze Zeugs, was man so braucht. Bevor man diese Aubergine hier frittieren kann, könnt ihr im Wok frittieren. Hier Hoffmann Wok, klarer Fall. Aber ich habe die kleine Fritteuse aufgestellt heute. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da ans Ziel zu kommen. Wir nehmen heute mal diese hier. So, ich schneide erstmal hier vorne von der Aubergine das weg. Und dann ist das Ding, wenn ihr das immer so schneidet, dann habt ihr immer ein Stückchen von der Haut mit dran. Und das ist genau das, was du haben willst, ja? Weil diese Auberginen hier, wenn die so oberst dick sind, dann hast du in der Mitte halt immer so ein bisschen lätschig. Ja, das geht schon. Wir werden es jetzt gleich dementsprechend vorbehandeln, sodass das alles passt. Aber das Ziel muss sein, hier immer so ein bisschen, dann kann man die auch mal drehen nachher, hier immer so ein bisschen von der Haut mit dran zu haben. Und dann lieber dieses ganz dicke Stück hier in der Mitte, das lässt du einfach weg und ja. Du weißt Bescheid. So, das ist das hier. Dann haben wir ungefähr auch so ein bisschen ähnliche Schnittform. Das passt. Ja, und dann kommt das hier erstmal in eine Schüssel rein. Und dann machen wir da erstmal Salz drauf. Ja? Weil die sollen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, die sollen so ein bisschen was vom Wasser lassen. Es gibt auch Methoden, die in Salzwasser zu werfen. Das funktioniert auch relativ gut. Aber ich weiß, das hier funktioniert auch. So, jetzt haben wir die erstmal so ein bisschen eingesalzen. 10 Minuten, Viertelstunde muss die auf der Seite stehen. Weiter geht's. Bereiten wir uns hier schon mal die Paprika vor. So, da schneiden wir hinten den Strunk bzw. den Stiel ab. Dasselbe gilt auch in dem Fall für die Peperoni. So, und dann schneiden wir uns die einfach schön mit Haut und Haaren in so gefällige Stückchen. Ein bisschen schräg, dann hat es immer so ein bisschen einen Asia-Touch, ihr wisst Bescheid. So, und das wird nachher einfach mit angebraten. Ich bin echt mal gespannt, sind die scharf? Nee, geht, nur auf der milden Seite. Ja? So, dasselbe machen wir auch hier mit der einen roten. Es kommt noch fermentierte Sojabohnenpaste mit rein, da kommt die Schärfe nachher her. Aber alles in allem ist die Soße so eine ganz gefällige Sache. Ne? Das ist so ein schlotziges Gericht, da stellst du einfach mit dazu, wenn du so verschiedene Sachen auf deinem Asiatisch drauf hast. Passt hervorragend, wir essen es super gerne. So, pass mal auf, Wok habe ich schon vorgeheizt. Der kriegt jetzt erstmal richtig Druck, ein bisschen Öl zum Kochen unten rein und dann geht das Hackfleisch dazu und dann lassen wir das hier erstmal so ganz galama ein bisschen schön anbraten, gell? So, das Ding ist, Wok habe ich jetzt mal hier auf volle Hitze gestellt, das kann man sich gleich holen, der ist noch nicht übermäßig heiß. So ganz schön langsam anfangen und so krümelig durchbraten, ne? Das Ding ist, gleich am Anfang ein bisschen klein machen. Und verzichtet bitte auf dieses Hackfleisch aus diesen Päckchen, die es im Supermarkt gibt. Holt euch das hier beim Metzger oder eben an der Theke, lasst euch das durch. Dann habt ihr irgendwie gleich eine andere Bindung drin und so. Das ist einfach, es ist besser. Ja? Also Schweinehackfleisch. So, dann können wir schon mal ein bisschen Knobi vorbereiten und ein bisschen Ingwer. Admin hat mir großzügigerweise schon ein bisschen was vorbereitet. So, mit einem Beilchen drauf, ein bisschen zusammengehackt. Und dann rühren wir gleich zusammen die Soße an. Ja, ich mache das hier mal fix für euch und dann sehen wir uns gleich wieder. Hackbrät. Schön. Ja, schön mit Druck braten lassen. Immer so schön ein bisschen Kruste nehmen lassen auch. Wunderbar. Derzeit machen wir schon mal, wir gucken mal kurz, wie die Aubergine aussieht hier. Ja, sehr gut, sehr gut. Lässt ein bisschen Wasser. Fängt an zu schwitzen. Genau das ist das, was wir haben wollen. Perfekt. Da kommt gleich ein bisschen Stärke dran und dann... So, dann rühren wir mal ein bisschen Soße zusammen. Komm. Timmy, du hast ein Rezept für mich, oder? Ja. Erzähl mal. Einen halben Esslöffel Zucker. Halben Esslöffel brauner Zucker. Jo. Chicken Powder, einen halben Esslöffel. Ja, genau. Hier so ein Hühnerbouillonpulver, ne? Zwei Esslöffel helle Soja. 2 EL hell. Die ist wichtig. Und ja. Einen dunklen. Einen dunklen. Ist genauso wichtig. So, rein mit dir. Schwarzer Reisessig, einen Esslöffel. Oh ja, schwarzer Reisessig. Admin, haben wir den eigentlich mittlerweile bei uns im Shop, oder? Kommt aber bald, hast du gesagt, gell? Okay. So,
Für die Säure, jawohl. Austernsoße, ein Esslöffel. Und einmal Austern. Ich muss mal ganz kurz hier. Der Wok gibt richtig Gas. Ja, geil. Austern. Ja, komm doch. Jawohl. Wasser, ein Esslöffel. Oh, ein Esslöffel Wasser. Na komm. Ja. Und statt dem Sambal Oleg. Ah, anstatt Sambal Oleg haben wir ja gesagt. Genau. Machen wir fermentierte Sojabohnenpaste rein. Ja, einen Teelöffel. Ein Teelöffel. Und Ingwer Frühlingslauch. Jawohl. Ingwer Frühlingslauch geht nämlich jetzt hier mit rein. Der kann hier schon mal loslegen. Sehr gut, da haben wir schon alles. Ja. Wunderbar. So, dann gucken wir mal nach unserem Hack. Oh ja, das ist, was du willst. Ja, das riecht geil. Super, dann machen wir jetzt noch ein kleines bisschen Salz dran. So, dass man ein bisschen was gesehen hat wenigstens. So. Das ist schon sehr, sehr gut. Okay, Leute, pass mal auf. Dann passiert jetzt hier Folgendes. Wir schmeißen die jetzt noch einmal mit rein hier. Die sollen einmal fix ein bisschen mit anbraten. Und dabei gehen wir mal zur Aubergine weiter. Sehr gut, die ist schön ein bisschen weich geworden. Da machen wir uns hier so ein bisschen Speisestärke oben drauf. Gucken, dass überall was dran ist. Stark. Ja, so muss das sein. Überall so ein bisschen was drumherum. Und dann direkt rüber zur Fritteuse und rein damit. So, dann lassen wir die schön einzeln da rein. Fritte habe ich jetzt hier mal so 180 Grad. Und dann lassen wir die hier schön vor sich hin frittieren. Vielleicht auf zweimal. Den Wok können wir gleich ausmachen. Der kommt wieder ins Spiel, wenn die Aubergine frittiert ist. So, alles hier rein. Und dann zeige ich euch gleich, wie geil das aussieht. Frittiert, Brett. Bisschen Frühlingslauch noch dazu. Ja, komm, das schmeißen wir oben drüber. Den machen wir hier gleich noch mit rein. Dann hast du ein paar schöne, frische, zwiebelige Aromen. Papa mag das. Zack. So, lass mal hier gucken. Oh ja. Das sieht gut aus. Die sieht sehr gut aus. So, jetzt haben wir hier alles. Jetzt geben wir die Auberginen straight out der Fritteuse damit rein. Jetzt können wir schon ein bisschen runterdrehen. Boah, geil. Geil. Und jetzt geht die Soße oben drauf. Yes, baby. Ja. Yeah. Jetzt geht's los. Tip top. Boah, riecht das geil. Zucker, Essig. Wunderschön. So, lassen wir es kurz ein bisschen einkochen. Alles schön heiß. Yeah. Und dann Teller raus, dann servieren wir auch schon. Leute, sieht das nicht geil aus? Ah, Timmy, Fokus on point. Da ist er doch. Guck mal hier. Schön, oder? Ah, das schmeckt geil, Leute. Ich sag's euch jetzt schon. Na komm, her damit. Ja. Yeah. So, ich probiere. Ein bisschen Aubergine, ein bisschen Hack, ein bisschen von der grünen Paprika. Von der roten habe ich Angst. Ist brutal heiß, weiß ich jetzt schon. Hm. So ein geiles Gericht. Und fehlt bei uns auf dem Tisch auch nie, ne? Wenn wir essen gehen und so, Jungs, also ist immer dabei. Schön, dass wir es endlich mal für euch machen können. Also ganz ehrlich, Leute, macht es nach. Besorgt euch auf jeden Fall Hoffmann-Wok und besorgt euch Heiso-Beilchen. Beides mit dem Rabattcode Bing, Bernd10. Link in der Videobeschreibung. Gebt uns einen Daumen nach oben, schreibt einen netten Kommentar, gebt uns ein Küsschen und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ja? Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Wir hauen uns das jetzt rein. Mm.